Der Gerhard hat ein ganz interessantes und ganz tolles Unternehmen. Aber das war nicht immer so. Vor einigen Jahren hat er mich angerufen und hat zu mir gesagt, Sie versuchen jetzt schon seit 5 Jahren, die Stimmung im Unternehmen, im Team aufzubauen und zu verbessern. Und Sie versuchen, eine bessere Struktur herzustellen, aber es will einfach nicht gelingen. Und wenn das so weitergeht, nachher verkauft er alles. Er hat einfach die Schnauze voll, er hat überhaupt keine Lust mehr. Er fragt sich überhaupt, warum mache ich das überhaupt alles? Das ist doch nur mehr kompliziert. Ich bin nachher in das Unternehmen hingekommen und habe mir ein bisschen umgeschaut. Und wir haben nachher angefangen, die ersten Maßnahmen zu setzen. Und wie wir die ersten Maßnahmen gesetzt haben, nachher ist es immer so, es fängt ein Stein an zu rollen. Also man fängt ein bisschen an umstrukturieren, man fängt ein bisschen an, die Dinge neu zu positionieren, vielleicht Mitarbeiter umzupositionieren oder vielleicht kommt man drauf, dass ein Mitarbeiter gar nicht am richtigen Platz ist. Und so haben wir da ein bisschen genauer hingeschaut und nachher hat gleich einmal der wichtigste Mitarbeiter gekündigt. Der beste Mitarbeiter hat gekündigt. Und nachher hat gleich der nächste Mitarbeiter gekündigt. Und nachher hat gleich der nächste Mitarbeiter, also 3 Mitarbeiter, 3 sehr gute Mitarbeiter haben nachher gekündigt. Und das ist immer gleich. Wenn man anfängt, in ein bestehendes System, und meistens ist es, wenn es nicht gut läuft, ist es ein Komfortsystem. Das heißt, alle richten sich so ein bisschen, dass es halbwegs ist, und wehe, da wird jetzt verändert. Nachher fangen an, Steine zu rollen. Und das ist auch da passiert. Und das heißt, wie wir angefangen haben, Maßnahmen zu setzen, nachher ist es zuerst einmal schlechter geworden. Das heißt, es haben gute Leute gekündigt. Und da trennt sich nachher Spreu vom Weizen. Das heißt, die Unternehmer, die was noch sagen, komm, schau, es wird noch schlechter, komm, wir lassen das jetzt, wir hören jetzt auf, wir geben jetzt auf. Das ist auch gut so, weil solche Unternehmer, die haben es gar nicht verdient, dass es nachher wieder aufwärts geht und dass es noch richtig lässig wird. Aber die Unternehmer, so auch der Gerhard, hat nachher Geduld gehabt, zum Schauen, wo ist die Talsohle. Und nachher haben wir gesagt, wir suchen neue Mitarbeiter. Und auf diese Idee, wir suchen jetzt neue Mitarbeiter, wir brauchen gute Mitarbeiter, die richtigen Mitarbeiter, ist gleich gekommen, ja, aber es gibt nichts am Markt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren es einfach. Wir sind offen genug, wir versuchen neue Kanäle, neue Möglichkeiten. Und dann haben sich definitiv 70 Leute beworben. 70. Auf eine Anzeige, auf ein Inserat. Und das ist doch faszinierend. Und genau da haben wir gesehen, da haben wir die Talsohle erreicht. Es haben Leute angerufen, ob sie bei uns arbeiten dürfen. Man hat dann nachher gleich die richtigen Mitarbeiter gefunden. Und nachher war es wichtig, die richtigen Strukturen zu setzen, einen guten kommunikativen Austausch zu schaffen, gute unternehmerische Rituale einzuführen, einzubauen. Und nachher klärt sich die Struktur, die Klarheit und die Stimmung geht ganz automatisch nach oben. Und das ist beim Gerhard passiert. Und was der Gerhard jetzt seit Jahren erlebt, das ist absolut faszinierend. Die Mitarbeiteranzahl, die hat sich verdreifacht. Der Geschäftsverlauf hat sich verfünffacht. Die haben eine Stimmung und einen Spirit im Unternehmen, im Team. Das ist absolut zauberhaft. Und was sagt uns das? Dass, wenn es einmal schwierig ist, wenn es einmal wirklich problematisch ist, nachher ist es ganz wichtig zu schauen, wie kann man es gut strukturieren. Wie kann man es neu strukturieren? Ohne Angst und ohne zu viel Rücksicht. Einfach einmal hinschauen, neu strukturieren. Oder einmal schauen, welche Dinge brauchen wir nicht mehr. Einmal ganz genau hinschauen. Und das hat der Gerhard gemacht. Und da entsteht Klarheit. Und ja, da fangen an, Steine zu rollen. Und man weiß nicht, wie viele das da jetzt rollen. Ist das einer, zwei, meistens rollen nach einem, noch einer und noch einer. Und manchmal rollt überhaupt einiges, aber das ist gut so. Und nachher ist es wichtig, nicht aufzugeben, weil genau da trennt sich Spreu von Weizen. Da dann durchzuhalten und
weiterzumachen und zu schauen, ab wann fängt das Thema wieder an zu ziehen, ab wann fängt es wieder an zu fließen, wann entsteht da wieder die Energie und die Spirit und die Freude, wann geht es wieder aufwärts. Und beim Gerhard ist es ab dem Zeitpunkt passiert, wo sich nachher 70 Leute für diese Stelle beworben haben oder für diese Stellen, was man ausgeschrieben hat, ein Inserat war es. Da hat man gemerkt, hat man die Talsohle erreicht und nachher ist nur mehr aufwärts gegangen und zwar in allen Belangen und es macht jetzt eine Freude und eine Gaudie und es ist nur mehr ein Fest, dieses Unternehmen, wirklich, es ist total super und mir rinnt es kalt und warm gleichzeitig über meinen Rücken, wenn ich daran denke und das ist eben das Herrliche, das heißt, wenn es einmal schwierig ist, gib nicht auf. Gib nicht auf, du kannst es. Schau hin, trau dich, Umstrukturierungen zu machen. Wenn dich das selber alles überfordert, nachher hol dir Hilfe. Es gibt gute Coaches, die können das, die bringen die richtigen Impulse, dass du wieder weiterkommst. Und nachher wirst du merken, wenn man anfängt zu ändern, nachher rollen die Steine und dann gibt es die Talsohle. Und hinten geht es ganz steil aufwärts. Und genau das wünsche ich dir, wenn es wieder einmal schwierig oder kompliziert ist. Schön, dass du bei dem Video dabei warst. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Und wenn du das Gefühl hast, das hilft auch anderen, nachher teile es gerne. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Pieti, Servus. Mach's gut.